Ja, geschätzte Damen und Herren, auch ich freue mich sehr, dass ich bei Ihnen hier in der Hohen Tatka sein darf und Ihnen das Projekt der Rosa-Renzer Heide, welches wir vor 4 Jahren eröffnen durften. Sie sehen, seit 2014 sind wir verheiratet. Wir machen auch jedes Jahr einen Hochzeitstag der Geschäftsführer von Rosa und meine Wenigkeit. Wir durften dieses Projekt vor 4 Jahren eröffnen, habe ich gesagt. Und wir dürfen heute ein Gebiet präsentieren mit 225 Kilometer Pisten. Davon haben wir bereits 60% beschneit, 1,3 Millionen Skier Days im Winter. Im Sommer kriegen wir 300.000 bis 350.000 Gäste auf den Berg. An Spitzentagen hatten wir dieses Jahr schon zweimal, hatten wir über 30.000 Gäste auf dem Berg auf Rosa-Renzer Heide. Wir haben zusammen 43 Bahnen, 24 Bergrestaurants und unser Skigebiet geht von 1229 Meter über Meer, das ist in Kurwalden, bis auf 2865 Meter, das ist das Papan-Rotor. Der Umsatz ist leider immer noch so, wir sind sehr, sehr stark winterlastig, wir haben immer noch 94% Winterumsatz gegenüber 6% Sommerumsatz. Und die Gästestrukturen, hier sehen Sie auch einen großen Vorteil der Verbindung. Die Lenzer Heide ist seit eher immer ein Tagesausfluggebiet gewesen, Arosa ein Aufenthaltsausflugsort. Und so haben wir 60% Tagesgäste, Arosa ca. 20%. Vor dem Zusammenschluss waren es 2 Skigebiete, ich muss fast sagen 3 Skigebiete. Auf der Lenzer Heide, das sehen Sie auf dieser Seite, hatten wir bis vor 10 Jahren 3 verschiedene Bergbahngesellschaften, welche sich noch bekämpft hatten. Vor 11 Jahren ist es jetzt unterdessen schon her, haben dann die Gemeindevertreter und die Vertreter der Bergbahn entschieden, dass sie fusionieren. Und so gab es dann eine Bergbahngesellschaft hier auf der Lenzer Heide. Wie Sie sehen, ist hier das Tal. Wir haben die Westseite, wie Sie nennen, und die Ostseite. Die war bis vor 2 Jahren, ich komme nachher darauf zurück, nicht verbunden. Somit hatten wir auf der Lenzer Heide 2 Skigebiete in einem Ort und Arosa hier das Gebiet. Arosa hatte 75 Kilometer Pisten und wir 150 Kilometer Pisten. Sie sehen schon von dem her, warum die Idee einer Verbindung eigentlich schon seit sehr langer Zeit in den Köpfen der Leute vorhanden war. Bereits 1960, also vor über 50 Jahren, waren die ersten Gespräche da, dass man im Urdental, das ist das Tal, das die beiden Orte verbinden, hier haben wir Rosa, hier haben die ganze Lenzer Heide und hier ist das unberührte Gebiet des Urdentals. Man hat die verschiedensten Varianten geprüft. 2008 gab es dann die blaue Variante, das war dann eine 3S-Bahn, welche direkt vom Hörnli in die Motta ging. 2011 kam man auf eine bessere Idee, das ist auch die heute realisierte, vom Hörnli ins Urdenfürtli. Jetzt kommt die Problematik. Die Problematik war von jeher so, dass wir politisch 3 Gemeinden hatten. Früher waren es sogar noch 4 Gemeinden, seit Kurwalden mit Papan fusioniert ist, sind es noch 3. Jede Gemeinde hat die eigenen planerischen Voraussetzungen gehabt, jede hat die eigenen Baugesetze gehabt und so kam es immer je nach politischer Strömung dazu, dass die einen wollten, die anderen nicht. Der Höhepunkt war eigentlich, als man sich einig war, welche Anlage man bauen wollte, hat man in der Gemeinde Vaz Oberpfalz, das ist nebenbei noch der größte Aktionär meiner Gesellschaft, hat man eine Abstimmung gemacht über eine Richtplanänderung. Man musste Landwirtschaftsland, wo im Sommer die Kühe weiden, umzonen in touristische Infrastruktur. Die Einwohner der Gemeinde Vaz Oberpfalz haben 2008 das Ganze verworfen. Wir Schweizer sind ja sehr demokratisch und wir müssen zu jedem größeren Projekt das Volk befragen. Es war 34% einer Gemeinde, welche zu 99% vom Tourismus abhängig ist, dagegen, dass man so eine Verbindung baut. Die dazumaligen Leute sind dann zusammengesessen und haben gesagt, was haben wir falsch gemacht? Wo war der Anfang? Was können wir verändern? Wie gehen wir weiter vor? Es war sehr wichtig, jetzt das Vertrauen zu finden, das Vertrauen in die Bevölkerung wieder herzustellen.
Der Schock war sehr groß und so hat man sich dann entschieden, dass man mit der Analysierung der Vergangenheit auch das Vertrauen in die Bevölkerung wiederherstellen will. Man hat dann radikal umgebaut, man hat im Verwaltungsrat den Verwaltungsratspräsidenten ausgewechselt, man hat einzelne Verwaltungsräte ausgewechselt und man hat den Direktor der Werkbahnen ebenfalls ausgewechselt. Das war einmal ein Grund, dass das erste Teil des Vertrauensaufbaus wieder vorangetrieben werden konnte. Dann hat man eine Kommunikationsstrategie entwickelt und gesagt, wir wollen kompetent, aber auch zurückhaltend, bodenständig und ehrlich kommunizieren. Wir wollen den Leuten aus dem Dorf nicht Sachen erzählen, welche nicht stimmen oder überheblich sein. Man hat dann mit dieser Strategie alle Vereine im Dorf einzeln bearbeitet, sagt man so. Man ist zum Turnverein gegangen, man ist zum Skiclub gegangen, man ist zum Gesangsverein, bei uns heißt das Jodlerchöre, gegangen. Man hat Informationsveranstaltungen mit den Landwirten gemacht, man hat es mit dem Bauernverein der Damen gemacht, wir haben die Senioren speziell eingeladen und so haben wir Abend für Abend in missionarischer Aufgabe die Leute bearbeitet und wir haben etwas immer vorne hingestellt. Wir sind immer mit diesem Bild herangestanden. Das ist jetzt Schweizerdeutsch. Ich schenke dir eine Rose. Das heißt auf Hochdeutsch, ich schenke dir eine Rose. A Rosa ist das Dorf, a Rose ist aus dem Mundart hervorgekommen. Das kam sehr gut herüber zu den Leuten und es wurde auch in den Medien sehr groß aufgenommen. Und aus diesem Grund konnte man dann, und das ist in der Schweiz auch eine Seltenheit, bereits 3 Jahre später nochmals eine Abstimmung machen. Und die Volksabstimmung 3 Jahre später gab dieses Ergebnis. Wir konnten den Nein-Anteil von 66% auf 42% hinunterschrauben. Es gab immer noch 42% Nein-Sagen, aber das Ziel hatten wir erreicht. Wir konnten die raumplanerischen Voraussetzungen schaffen, dass wir die Eingabe der Bahn weiter betreiben konnten. Dann haben wir die Bahn eingegeben und in der Schweiz haben wir noch so ein spezielles Recht, das ist das Verbandsbeschwerderecht. Da kann jeder Verband, also die Umweltschutzorganisationen, auch nach der Erteilung einer Bewilligung nochmals Einspruch erheben, weil auch irgendetwas nicht berücksichtigt worden ist. Und so fanden dann im Jahre 2012 nach Erhalt der Baubewilligung intensive Gespräche mit Mountain Wilderness, WWF, Stiftung für Landschaftsschutz Schweiz und ProNatura, das sind die größten Umweltschutzorganisationen, welche wir in der Schweiz besitzen, die Verhandlungen statt. Wir haben gefeitet, wir haben Möglichkeiten ausgelost und haben dann am 18. Dezember 2012 dann den Vertrag unterzeichnen können, wo alle Umweltschutzorganisationen einverstanden waren. Das Produkt daraus war dann, dass es eine Lösung mit einer stützenfreien Pendelbahn gegeben hat. Wir haben vorher gehört von Eric Palle, Peak-to-Peak. Wir haben hier auch nicht ein Peak-to-Peak, sondern einfach eine talübergreifende Verbindung. Hier sehen wir die Arosa-Seite, das Hörnli. Und da geht's, das ist das Urdental. Dort haben wir eine Vereinbarung unterzeichnet, dass wir hier nie Pisten bearbeiten dürfen und dass wir hier nie Pisten anbieten dürfen. Das ist die Vereinbarung und so haben wir das Tal ohne Stützen 1780 Meter Distanz überbrückt. Da jetzt die Talstation und die Bergstation nur 60 Höhenmeter auseinander sind, standen wir vor der Problematik der Leistung für die beiden Pendelbahnen, welche 150 Personen Kapazität haben. Und so haben wir hier jetzt eine Pendelbahn, welche keine Pendelbahn ist, sondern zwei unabhängige Systeme, welche miteinander fahren können. Wir können also bei schlechtem Wetter, wenn wir nicht viele Leute haben, fahren wir nur mit einer Bahn, die zweite steht still. Wenn wir aber Hochbetrieb haben, fahren wir immer so, dass wenn die eine Bahn abfährt, wartet die andere, bis die erste Bahn circa in der Mitte ist und dann fährt die zweite Bahn ab und so kann sie mit der Energie, die wir zurückgewinnen, die zweite Bahn wieder hochziehen in die Station. Und so haben wir bei zwei Bewegungen eigentlich nur einmal einen großen Stromverbrauch. Wir haben immer gesagt, das Problem wäre,
wenn wir mit zwei vollbesetzten Kabinen fahren würden, beide in der Mitte sind und dann hochgezogen werden müssten, hätte Rosa keinen Strom mehr, weil der Energieverbrauch für beide vollen Kabinen hochzuziehen sehr enorm ist. Dann haben wir uns dran gemacht. Ab dem Sommer 2013 haben wir das ganze Arosa-Lenzer Heide-Skigebiet umgesetzt. Wir haben im Sommer 2013 die Urdenbahn gebaut. Ihr seht jetzt ein schönes Winterbild. Die Urdenbahn wurde von der Bergbahn Arosa gebaut. Wir auf der Lenzer Heide haben zwei Sesselbahnen gebaut. Das ist die Urden-Sesselbahn ins Urden-Fürtli und die Motorsesselbahn. Dann haben wir in 2013 gleichzeitig noch ein altes Restaurant komplett abgerissen und neu gebaut. Allein diese Investitionen in 2013 waren bei 56 Millionen Schweizer Franken. Im 2014 haben wir ein bisschen Luft gebraucht, dass wir im 2015 weiterbauen konnten. Dort haben wir die Pendelbahn auf den Rothorngipfel, ich zeige sie nachher auf dem Plan auch, erneuert, mit neuen Kabinen gemacht. 3,5 Millionen Schweizer Franken investiert und dann haben wir ebenfalls in 2015 unser neues Portal in Kuhwalden gebaut. Kuhwalden ist der tiefste Punkt, der erste Einstiegsort im Skigebiet auf bis 1200 Metern und dort haben wir das Gebäude inklusive einer neuen Gondelbahn im Skigebiet gebaut, um den Tagesgast früher abzuholen. Ebenfalls im Herbst 15 haben wir noch eine talübergreifende Verbindung gebaut. Und zwar, wie ich Ihnen vorher schon gesagt habe, haben wir hier die Westseite, die Ostseite Arosa. Jetzt hatten wir hier die Verbindung mit dem Urdenfürtli. Was wir nicht hatten, war die Verbindung zwischen der Ostseite auf die Westseite. Der Gast war so immer gezwungen, entweder zu Fuß oder mit dem Sportbus, den wir auch betreiben, die Talseiten zu wechseln. Wie wir vorher gehört haben, das macht der Gast heute nicht mehr gerne. Und so haben wir uns entschieden, hier in Partan eine ortsübergreifende, eine talübergreifende Sesselbahnverbindung zu realisieren. Und diese konnten wir dann ebenfalls im Dezember 2015 in Betrieb nehmen. Das ist eine ganz einfache, festgeklemmte Sesselbahn. Vom Betrieb her relativ günstig, aber sie erfüllt den Zweck voll und ganz, ist 600 Meter lang und man hat 2 Minuten Fahrzeit. Dann mussten wir noch das Dorf Kuhwalden besser erschließen mit den Pisten. So haben wir dann auch noch für 5 Millionen die ganze Beschneiung vom Skigebiet bis hinunter nach Kuhwalden gebaut. Und diesen Sommer haben wir noch den letzten offenen Punkt gemacht. Und zwar unsere Motorhütte. Die Motorhütte, das ist ein Restaurant, welches mitten im Skigebiet ist. Was früher eine kleine Holzbaracke war, haben wir jetzt aufgebaut in ein schönes, großes Restaurant. Und so sind wir jetzt mit dem Skigebiet Arosa-Lenzer Heide fertig. Jetzt komme ich zum Ökologischen auch noch. Die Verkehrserschließung. Ich habe Ihnen vorgesagt, dass die Region Lenzer Heide seit jeher ein sehr tagestouristenlastiges Gebiet ist. Wenn Sie das sehen, Lenzer Heide ist hier. Wir sind sehr nahe erreichbar vom Großraum Zürich, Basel bis München. Ebenfalls vom Großraum Milano über die Autobahn hierher. Damit wir jetzt nicht den ganzen Verkehr, welcher früher schon ein Problem war, im Dorf Lenzer Heide haben wir uns vorgenommen, so früh wie möglich den Tagesgast abzufangen. Das eine war, dass wir unten in Kuhwalden, wo wir das Portal gebaut haben, ein Verkehrsleitsystem erstellten, inklusive 800 neue Parkplätze. Das ergab dann, dass wir heute den größten Teil der Gäste hier unten bereits abfangen können und sie uns nicht mehr ins Dorf auf die Lenzer Heide hochfahren. Dort haben wir genügend Parkplätze für den internen Verkehr. Aber den Tagesgast haben wir jetzt, und das spüren wir seit dem letzten Winter schon sehr gut, relativ stark unten in Kuhwalden abgeholt. Wir haben jetzt schon Tage, wo wir mehr Ersteintritte in Kuhwalden realisieren als oben auf der Lenzer Heide. Dann haben wir parallel dazu, das ist auch eine Abmachung mit den Umweltschutzverbänden, eine Vereinbarung mit dem öffentlichen Verkehr gemacht. Bei uns erhält neu, also seit der Verbindung, seit 4 Jahren, jeder Gast ab einer Halbtageskarte hoch, die den öffentlichen Verkehr kostenlos
dazu, wenn er im Winter den Wintersport betreibt. Er kann also hier mit dem Zug von Chur bis nach Arosa oder mit dem Postauto von Chur auf die Lenzer Heide und weiter nach Diesen von Kastel fahren. Er kommt so kostenlos ins Skigebiet. Es hat einen großen Vorteil, er kann am Abend, wenn er zum Beispiel in Arosa einsteigt und auf der Lenzer Heide aussteigt, wieder bequem nach Hause oder bis nach Chur fahren. Ja, und dann haben wir noch ein Erfolgsmodell bei uns, das ich immer sehr gerne sage. Sorry, jetzt bin ich noch eine Folie zu früh. Wir haben investiert 140 Millionen in den letzten 10 Jahren auf der Seite Lenzer Heide und 60 Millionen auf der Seite Arosa. Und das hat jetzt das Wintersportgebiet gegeben, welches wir heute haben. Sie sehen hier, ich bin jetzt hoch, hier die Ost-West-Verbindung, welche die talübergreifende Verbindung ist. Hier sehen Sie das Portal in Churwalden, wo wir den Tagesgast abholen wollen mit der Panoramabahn. Und so können Sie hier diese Seite ohne Probleme nutzen, ohne Skier abziehen, diese Seite weiter nach Arosa und hier das ganze Arosa nutzen. Und jetzt kommen wir zu dem, was ich schon angetönt habe. Wir haben ein partnerschaftliches Modell gewählt. Die Region Arosa-Lenzer Heide verteilt die Einnahmen aus dem Personenverkehr alles mit 60-40. Wir gehen also nicht auf Frequenzberechnung, wir machen keine Stundenverrechnung, sondern wir werfen alles in einen Topf und dann wird im Frühling die Ausgleichszahlung gemacht. Und so ist es mir egal, ob der Gast in Arosa einsteigt und sein Ticket kauft oder bei mir einsteigt und sein Ticket kauft, ich habe von jedem Gast 60% der Einnahmen. Der Grund ist der, bevor man zusammengeschlossen hat, hat man die letzten 10 Jahre verglichen und festgestellt, dass Arosa immer zwischen 39-41% gewesen ist bei den Personenverkehrseinnahmen und die Lenzer Heide das Gegenteil. Wir sind jetzt nach 4 Jahren soweit, dass sich die Gästeflüsse etwas geändert haben. Zurzeit sind wir bei 62-38% mit den Frequenzen und auch bei Zeitverrechnung Lenzer Heide Arosa. Aber wir haben mit dem Verwaltungsrat kürzlich entschieden, dass wir nochmals 2 Jahre den Vertrag verlängern, da die partnerschaftliche Lösung uns im Endeffekt weiterbringen soll, als dass wir anfangen, Konkurrenzdenken auf den Berg zu machen. Und was wir auch sehen, sind, wir sind ja heute noch 2 Gesellschaften, die Arosa Bergbahn und die Lenzer Heide Bergbahn AG. Wir haben auch gesagt, wer weiß, was in 5, 6, 7 Jahren ist, wie ich als operativer, tätiger Mensch sage, ich gehe davon aus, dass es dann einmal eine Fusion geben wird, sobald die Politik das will. Ja, wir haben uns dann auch zusammengesetzt, die Strategie, und das ist leider nur die von der Lenzer Heide, weil ich komme dann auf die Problematik, welche wir noch haben, zurück. Der alpine Schneesport ist bei uns der wichtigste Garant für ein gutes Geschäftsjahr. Dann haben wir uns aber gesagt, wir wollen mit der Arosa Lenzer Heide ein ganzjähriges Bergerlebnis präsentieren. Wir haben zurzeit Öffnungszeiten von über 300 Tagen im Jahr. Wir versuchen mit dem Mountainbike im Sommer bereits Anfang Mai wieder zu öffnen, machen im Ende Oktober zu mit dem Sommerbetrieb. Wenn es noch keinen Schnee hat, machen wir im Mountainbike bis der erste Schnee fällt und in Arosa, welche höher gelegen ist und besser technisch beschneien kann, fangen wir an, wenn es irgendwie geht, Ende Oktober technisch zu beschneien, dass wir Mitte November spätestens Skibetrieb anbieten können. Letztes Jahr hatten wir es so, dass wir bei unserer Seite auf der Lenzer Heide Wandern und Biken angeboten haben, in Arosa konnte man Skifahren. Und Sie sehen das dritte strategische Geschäftsfeld Bike, dort haben wir sehr viel investiert in den letzten Jahren und das ist der Hauptgrund für die Stärkung des Sommers, welchen wir Sie haben gesehen, mit diesen 6% am Gesamtumsatz so stärken wollen, dass wir irgendwann mal auf 10-11% kommen. Das Sommerangebot haben wir so ausgebaut, dass wir mit einem Bike Park hier auf dieser Seite die Downhill-Biker alle konzentriert auf einem Ort haben wollen. Und zwar haben wir sehr wenig Eingriff in die Natur. Da war ebenfalls eine Absprache mit den Umweltverbänden und mit dem Amt für Natur und Umwelt des Kantons Graubündens,
dass wir die Eingriffe in die Natur wirklich nur dort bei Bikepark machen. Ansonsten haben wir ein großes Bike-Gebiet mit Strecken für jedermann. Und hier sehen Sie die Stadt Thun, unsere Hauptstadt des Kantons, welche ebenfalls eingebunden ist. Sie können heute mit einem Ticket im Sommer mit dem Bike von hier starten und die ganze Region abfahren und alle 10 Anlagen, welche offen sind, ebenfalls benutzen. Und dann kam natürlich Arosa, hat einen sehr großen Namen gehabt, war weltweit bekannt. Lenzer Heide war bekannt in der Schweiz, in Deutschland vielleicht noch, aber sonst kannte man die Lenzer Heide nicht. So gab es eine neue Destination. Wir haben einen großen Markenprozess gemacht mit allen Beteiligten von der Hotellerie, Tourismus, Bergbahnen, Gemeindevertreter und so weiter. Und sind dann so weit gekommen, dass wir heute immer als Arosa Lenzer Heide rausgehen sind. Ihr habt vorher gehört, Weltbrenner Lenzer Heide, vielleicht haben Sie es da gesehen, die Startnummern waren mit Arosa Lenzer Heide gebrannt. Bike-Weltmeisterschaft, welche wir diesen Herbst haben, wird ebenfalls unter dem Titel Arosa Lenzer Heide vermarktet, auch wenn es steht Bike-Weltmeisterschaft Lenzer Heide. Es kam sehr sympathisch herüber und hat uns sicher auch den Erfolg gebracht, den wir zurzeit einfahren dürfen. Wir haben jetzt ca. 10% mehr Frequenzen und Gäste auf dem Berg gegenüber vor 5 Jahren, verglichen mit unserer Konkurrenz. Wir hatten im ersten Winter 15% Steigerung, wo unsere Konkurrenz gleich geblieben ist. Wir haben dann die letzten 3 schlechten Winter auch negative Zahlen gehabt, aber wir sanken nie so weit zurück wie unsere Kollegen. Also ich nehme immer den Kanton Graubünden und haben dieses Jahr wieder diese 10% Vorsprung nochmals ausbauen können. Und das, denken wir auch, ist sicher auch ein Grund, dass wir nur noch als Arosa Lenzer Heide arbeiten. Ja, dann haben wir Herausforderungen, das sind schon meine letzten Worte. Wir haben 2 Destinationen, Arosa, Lenzer Heide, auch wenn wir zusammen auftreten. Wir haben die Lenzer Heide Bergbahnen AG. Die Tourismusorganisation heißt bei uns Lenzer Heide Marketing und Support AG. In Arosa haben wir die Bergbahn AG plus Arosa Tourismus. Das sind 4 Partner, 4 strategische Verwaltungsräte, 4 Strategien, 4 unterschiedliche Ansichten. Dort sind wir jetzt an unseren Herausforderungen dran, diese auch noch auf Vordermann zu bringen, dass wir auch dort irgendwann in den nächsten Jahren dann auf dem gleichen Level mit den gleichen strategischen Voraussetzungen weitergehen können. Wie sieht es jetzt heute aus? Sehr positiv ist die Zusammenarbeit unter den Bergbahnen, sicher auch dank dem partnerschaftlichen Preismodell. Die beiden Geschäftsführer treffen sich wöchentlich mindestens 1-2 Mal, im Winter auf dem Berg, im Sommer in Chur. Die Wahrnehmung als einheitliche Region wird sehr stark so wahrgenommen, also wir werden immer als Arosa Lenzer Heide genommen. Die großen Investitionstätigkeiten unserer Bergbahn sind jetzt abgeschlossen. Jetzt können wir eigentlich unsere Schulden langsam wieder abbauen. Die Gästeeintritte habe ich schon gesagt, die 10% haben wir halten können, eben ein bisschen ausbauen. Und das Gesamtangebot für die Gäste, Sommer und Winter, das konnten wir festigen. Das Negative ist leider so, der Tourismus, und das ist nicht gegen den Tourismus gesprochen, sondern es ist einfach von der Philosophie und von der Denkweise her so, der Touristiker ist nicht auf dem gleichen Tempo wie die Bergbahnen. Der Tourismuschef hat heute noch Angst, dass ein Gast bei einer anderen Destination übernachtet. Der Tourismuschef denkt heute immer noch, oder ja, muss er auch, in Logiernächten. Wir Bergbäder denken einfach den ganzen Kuchen als Einnahmen und dann haben wir alle zusammen etwas gut. Die Zusammenarbeit aus diesem Grund in den Tourismusorganisationen ist leider nicht so, wie wir es eigentlich gerne hätten. Dort sind wir am Arbeiten. Ein Minus ist auch die Einheimischen, welche die Wahrnehmung auch heute noch, 4 Jahre nach der Zusammenführung dieser beiden Skigebiete, immer noch sagen, Lenzer Heide ist mein Skigebiet, ich fahre nur Lenzer Heide, ich bin Arosa, ich fahre nur Arosa. Aber es ist wirklich nur der Einheimische, der Gast interessiert das heute nicht mehr. Dann haben wir unterschiedliche Tourismusgesetze in der Schweiz, also im Kanton Graubünden hat jede Gemeinde sein eigenes Gesetz, was uns auch hindert. Zum Beispiel in Arosa sind die Bergbahnen beim Gast mit der Übernachtung inkludiert im Sommer.
auf der Lenzer Heide haben wir nicht einmal eine Tourismuskarte, damit wir dem Gast etwas geben können. Und wie ich auch gesagt habe, wir haben 4 Verwaltungsräte, 4 Strategien und dort sind wir ebenfalls dran, das zu verbessern. Und so hoffe ich, dass wir die nächsten Jahre, neben dem, dass wir jetzt alles investiert haben, auch diese Soft-Faktoren auch noch in den Griff kriegen. Ich bin auch für Fragen da. Danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit und würde mich auch freuen, wenn Sie mal in die Schweiz kommen müssen.